haben, meine Insel zu kontrollieren. Haben Sie dir den Ich kniee nicht vor einem Ankret nieder, niemals. Ist das klar? Du hilfst lieber den Schwarzen? Pfah, eher würde ich den verdammten Erscheinungen von Murhoch helfen, als Krach die Skellige regieren zu lassen. Und deine Männer, was sagen die? Folgen sie dir, wenn die Jarls dich einen Verräter nennen? Das hier ist mein Land, Druide. Hüte deine Zunge. Wie nennst du es denn, wenn nicht Verrat? Ist das dein Gebell, bevor du beißt? Sollt ihr Krach meinen Kopf bringen? Nur zu, versucht doch ihn zu kriegen! Auf sie! Wir sollten hier nicht bleiben. Wie schön das wird, dich sterben zu sehen. Zurück! Ich töte ihn! Das ist nicht dein Tag. Komm, wir sollten hier nicht bleiben.
Uwe, das reicht. Warte, warte, der hier. Was ist das? Komm. Komm, wir sollten hier nicht bleiben. Nun, Geralt, ich sehe, dass kein Streit in Skellige ohne dich auskommt. Gemein und unwahr, Moissac. Mir scheint, ich habe sogar einige verpasst. Krachs Abkömmling sitzt auf dem Thron. Und das ist dein Werk. Ich fürchte, du hast einen kleinen Bürgerkrieg losgetreten. Seit Ewigkeiten hatten die Skelliger im Kampf um die Krone ihr Blut vergossen. Das war dort so üblich und nur eine Frage des Ausmaßes. Doch das blutige Bankett auf Kaer Trolde war anders. Es war unehrenhaft und verräterisch und musste aufgeklärt werden. Einmal mehr Hexerarbeit. Arbeit, die in der Krönung der neuen Königin von Skellige gipfelte. Der Clan Drummond wird wohl früher angreifen als erwartet. Hat Krach dich nicht geschickt, um eine Einigung mit Lugos zu erzielen? Einigung? Nur Krach hat geglaubt, dass die jetzt noch möglich wäre. Dann habe ich dir die Tour nicht vermasselt? Diesmal nicht. Lugos Tod wird einiges ändern. Sein Vetter, der jetzt Jarl wird, ist ein schwacher Anführer und dumm dazu. Dieser Krieg beginnt bald. Und noch schneller wird er vorbei sein. Aber warum bist du nach Skellige zurückgekehrt? Kommt Ceres einigermaßen zurecht? Die hätte das Zeug zu einer exzellenten Königin, wenn sie nur aus dem Schatten ihres Vaters treten würde. Jeder außer Lugos hat ihr Unterstützung zugesagt. Aber sobald die kaiserliche Flotte am Horizont erschien, hat der Jarl die Dinge selbst in die Hand genommen. Und Hjalmar? Der Knabe hat dreimal die kaiserliche Flotte überfallen. Dreimal gegen Krachs Willen, dreimal ging's schief. Und er findet trotzdem Freiwillige für das nächste Mal. Ja, das ist Hjalmar. Hör zu, Moissac. Weißt du etwas über den Sonnenstein? Der Legende nach ist er irgendwo auf Skellige. Erst die Maske von Ouroboros, jetzt der Sonnenstein. Die Monster können aufatmen, da du Schatzsucher geworden bist. Die Ensei der Elfen haben mich noch nie interessiert. Aber dieser Skalder Eivind, der könnte dir helfen. Hat mir mal was von unzugänglichen Höhlen oder Ruinen oder so erzählt. Wo finde ich ihn? Heute? Zweifellos in Arimion. Du könntest auch die Perlentaucher Erling und Matthias Fischlung fragen. Die jagen derzeit am Ostende der Bucht. Fischlung? Interessant. So nennt man ihn. Kann stundenlang am Stück tauchen. Niemand weiß, wie er das macht. Aber ich habe einen Verdacht. Du magst ihn nicht besonders? Nichts Persönliches. Ich konnte schon seinen Vater und seinen Großvater nicht leiden. Danke für deine Hilfe. Eins noch, Geralt. Die Vorfahren von Matthias und Erling hätten diese Ruinen schon vor Zeiten geplündert, wenn sie nicht durch irgendeine magische Barriere geschützt wären. Nimm eine Zauberin mit. Zweifellos hast du mindestens eine dabei. Sogar eine ganze Sammlung. Ja, mögen die Götter sich unser erbarmen. Der Wind heult. Das ist kein gewöhnlicher Nebel.
hatte fast die Deckung erreicht, aber nur fast. Wunde am Rücken. Er ist weggerannt. Jetzt hol dich das Grab zurück! Verdammte Hexerei! Bald bist du dran, keine Sorge! Das muss das Boot der Perlentaucher sein.
Schau, Erling. Ich sagte doch, wir haben noch nicht Feierabend. Den hier mussten wir nicht mal rausfischen. Bist du blöd? Siehst du nicht, dass das ein Hexer ist? Was macht ein Hexer hier? Es gibt wohl keine Perlen mehr? Das geht dich nichts an. Wir nehmen, was das Meer hergibt. Sehr freiwillig sieht das nicht aus. Stimmt. Ich könnte ein besseres Messer gebrauchen. Ein paar Stunden und schon sind ihre Finger geschwollen. Habt ihr wenigstens vor, den Familien die Leichen zu geben? Wenn ihr fertig seid, meine ich? Es stimmt. Mutanten haben überhaupt kein Taktgefühl. Schau sie dir an. Glaubst du, ihre lieben Muttis und Frauchen wollen sie in diesem Zustand sehen? Das Meer wird sie begraben. Und Schluss ist. Ihr riskiert viel. Warum? Soll das eine Drohung sein? Ich bin nicht euer Problem, sondern die Monster, die ich gehört habe, müssen das Blut gerochen haben. Ich höre nichts. Gewöhnliche Leute hören sowas nie, bis es zu spät ist. Verschwinden wir besser, Matthias. Hört mal, angeblich wisst ihr was über Elfenruinen auf Skellige. Sagt wer? Moissac. Du sagst ihm doch nicht, was du heute gesehen hast, oder? Kommt drauf an. Elfenruinen, sagst du? Was willst du wissen? Ein Druide hat eine Höhle erwähnt, die ihr nie betreten konntet. Wo ist die? Östlich von Caer Trolde. In einer Bucht, in die man nur von See reinkommt. Wir können sonst nichts für dich tun. Wenn du fertig bist, wir wollen wieder nach oben. Ich bin fertig. Und gute Idee. Hallo, Meister Hexer, hier drüben? Oh, gut, dass du da bist. Wie sieht's aus? Hilfst du dem alten Midas bei der Suche nach der schwarzen Perle für seine Frau? Ich will's hinter mich bringen. Die Feuchtigkeit ist schlecht für meine Knochen.
Also, du musst noch etwas warten. Ich muss mich erst um was anderes kümmern. Langsam, langsam.